Hallo zusammen, es ist Samstag. Es ist der 7. August und wir haben 6.33 Uhr. Ich habe es gestern Abend nicht mehr geschafft, einen Film reinzustellen. Mea maxima culpa. All-time high, die 6. So, gestern waren wir wieder dran und deswegen habe ich jetzt den Chart hier leicht von den Einstellungen ein bisschen verändert. Was ist der Unterschied zu den vorangegangenen Versuchen? Ich meine zum einen dieser Ausschüttler hier. Der hat viele Leute rausgelassen aus dem Markt, sodass der Markt an sich ein bisschen sauberer ist. Und das Zweite ist, das ist das erste Mal, dass wir verglichen mit den vorangegangenen Versuchen hier über das MACD leicht positiv werden. Wir sind, auch wenn hoch, immer noch positiv oder wieder positiv in der Stochastik. Das heißt, eine bessere Chance als jetzt hat er nicht. Jetzt muss er es nutzen. Jetzt muss er durchgehen. Für mich ist dieses All-Time-High im Sinne von 15.810 nicht so sehr entscheidend, sondern ich kann erst dann wieder mit Vernunft oder mit Ruhe long gehen, wenn wir über 15.840 sind. Ich glaube schon, dass da einige dagegen gehalten haben und die Stops, die dürften so 30, 40 Punkte über dem All-Time-High liegen. Das ist das eine. Und meistens, wenn er so eine Vorlage hat an einem Freitagabend, nutzt er die, dass er über Nacht drüber geht. Dann haben wir hier relativ nah schon das obere Band, 15.935. Also das ist dann die absolute Pflicht, was auch immer die Kür wird. Dow Jones hat es vorgemacht mit einem neuen High. Ich glaube, Stanpoor war auch auf einem neuen High. Also der muss jetzt endlich mal die Chance nutzen. Ja, sonst wird es auch langsam wirklich langweilig. Tatsächlich, ich war in der letzten Woche, ich glaube, nur einmal im Index tätig. Ansonsten, es gibt so viele Aktien, die gerade in der letzten Woche hin und her gesprungen sind, wie ein Flummi im Kasten, eine Bayer, eine Adidas, Allianz, aber auch von den anderen Werten, Lufthansa am Freitag, das war schon ein Brett, wie die da hin und her gesprungen sind. SGL Carbon, schauen Sie sich mal den Chart an, von Donnerstag und Freitag. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein. BioNTech natürlich. Ich finde nach wie vor die Aktien an sich interessanter, aber in diesem Clip geht es ja um den DAX und ich meine, er hat jetzt wirklich eine Steilvorlage bekommen, das muss er jetzt endlich nutzen. Wenn der das wieder nicht schafft, dann wäre das 6. Mal, dass er daran versagt, hier oben. Das ist ein Phänomen, das kenne ich auch nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwann mal in den letzten 34 Jahren hatte. Ich habe mir folgenden Call dafür ausgesucht, der allerdings erst dann von mir genommen wird, wenn wir über die 15.840 gehen. Das ist dieser hier, 15.239. Das ist im Moment ein 30er Hebel. Da liegen wir hier am unteren Band. Ich glaube, das Band an sich ist momentan nicht so wichtig. Es ist nach wie vor dieser Punkt, der ehemals ein Doppelboden war, den wir dann hier neulich gebrochen haben. Der ist deswegen wichtig, wenn wir da drunter gehen, zwar 30 Punkte drunter, da sind wir so bei 15.285, dann muss ich mich stoppen. Dann ist die Meinung falsch. Und dann habe ich mit diesem Schein hier 15.239 noch genügend Zeit, den zu stoppen und das Aufgeld zu retten. Das ist von Goldman ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GH9B7C. Den präferiere ich momentan. Beim Short, der erstmal auf die Watchlist kommt, ein Short wird bei mir erst dann aktiviert, wenn wir unter der 20-Tage-Linie schließen. Da sind wir bei 15.584. Und den packe ich mir auf die Watchlist hier. Das ist ein, naja, ich runde leicht, 16.300er Open-End-Schein mit der Kennnummer GH8JSH. Den lege ich aber erstmal zur Seite und das gucke ich mir mal an, wie weit er hier oben außer der Pflicht eine Kür macht. Nochmal, ich bin der Meinung, er hat jetzt wirklich eine Steilvorlage. Es ist von der Technik her hier alles noch in Ordnung, wenn gleich hoch, aber ohne irgendeine Schwäche. Auch hier, genauso wie in der Woche, steigt das MACD leicht an. Ich bin eigentlich schon recht zuversichtlich, dass er das schafft und ich weiß nicht, wie groß die Frustration wird, wenn er das nicht schaffen sollte. Also ich mag das grundsätzlich hier und rechne damit, dass wenn es hier eine Bewegung gibt, dass die über 15.840 nochmal richtig Momentum reinbekommt und eine Akzeleration. Ich wünsche euch ein Happy Trading, fette Beute und ein tolles Wochenende. Bye bye, ciao.